So, Freunde. Ja, mehrere Themen, die ich heute ansprechen will. Ich habe euch nicht vergessen auf YouTube, macht euch mal keine Sorgen. Ja, ich bin in letzter Zeit sehr, sehr viel auf Twitch unterwegs, aber das hat schon seine Gründe. Apropos Twitch, was ist mit der FIBO 2022? Wird sie stattfinden oder nicht? Ich habe auf Twitch einen, das ist jemand, der mir beim World of Tanks zocken zuguckt und in der Messebaubranche beschäftigt ist. Der ist Chef oder zumindest ein hohes Tier da bei denen in der Firma. Er macht da Messebau und so weiter und so fort. Der hat jetzt so ungefähr seit ein bis anderthalb Monaten wieder Aufträge vermehrt. Ja, weil die letzten Monate musste der viel zu Hause bleiben, Kurzarbeit und so weiter und so fort. Das heißt, seit circa ein Monat bis anderthalb Monaten bekommt er wieder, die machen ja Messebau und so, bekommt er wieder Aufträge rein und so. Und ich schätze mal, wenn das jetzt schon so ist, dass es dann bis April, ist ja meistens April, Mitte April findet ja meistens die FIBO statt. Ich denke mal, wenn das so weiterläuft, auch mit der Impfung und so weiter und so fort, dass wir dann auf der FIBO 2022 hoffentlich uns wiedersehen können. Würde mich auch freuen, wenn einige von euch, auch wenn sie ein bisschen weiter weg wohnen, ja, wir haben jetzt anderthalb, zwei Jahre so ein bisschen zu Hause viel gesessen und so weiter und so fort. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere auf jeden Fall mal da auf der FIBO auftauchen würde. Ich denke mal, das gibt der Kraftsportszene auf jeden Fall auch wieder einen guten Schub, weil aktuell, außer vielleicht, ja, sagen wir mal, 3 bis 5 Kanälen auf YouTube, die üblichen Verdächtigen, die ihre Natural-Kraftsport-Videos hochladen, ist die Szene so ein bisschen eingeschlafen, sagen wir es mal so. Das Ganze hat ja auch seine Gründe. Ja, das Ganze hat seine Gründe. Ich bekomme auch in letzter Zeit, ich habe ja 2 YouTube-Kanäle, 1 Twitch-Kanal, ne? Also falls ihr das noch nicht wusstet, Akku Power Twitch ist mein Twitch-Kanal, ne? Akku Power Twitch, zusammengeschrieben. Aber ich habe ja auch 2 YouTube-Kanäle. Das hier ist mein Kraftsport-Kanal und ich habe noch einen Let's Play-Kanal auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Auf YouTube Akku Power Let's Play eingeben. Let's Play und Akku Power voneinander getrennt. So, warum erzähle ich euch das? Ich bekomme sowohl auf meinem Hauptkanal hier als auch mal auf meinem Let's Play-Kanal vermehrt so Meinungsumfragen bezüglich YouTube. Das heißt, YouTube geht her und schickt seinen Creator, also mir, ich habe ja 2 YouTube-Kanäle. Übrigens, es kann sein, dass ein dritter YouTube-Kanal dazukommt. Ja, ein Reaction-Kanal. Ich habe das schon länger so im Kopf, aber ich denke mal, jetzt so langsam wäre es Zeit für einen Reaction-Kanal, weil manchmal will man auch auf Videos wirklich direkt reagieren, möchte das aber jetzt nicht auf diesen Kanälen, wo man jahrelang dran gearbeitet hat, machen, sondern auf einem separaten Kanal, ne? So, ein Reaction-Kanal macht man immer separat, weil ich zumindest würde das auf jeden Fall so machen. Viele große YouTuber, ich bin jetzt nicht der Größte, aber viele YouTuber machen das so und ich würde das auch so handhaben, werde ich eventuell jetzt im Laufe der nächsten Woche vielleicht einen Reaction-Kanal erstellen, wo ich dann auch Reactions mache, ja? Weil manchmal, wie gesagt, es ist wichtig, ich habe auch keinen Bock hinterher, meinen Kopf irgendwie in so ein Video reinzuschneiden, ihr wisst, ich bin da jetzt nicht so der Technik-Experte. Also das wird auf jeden Fall auch kommen. Also, wo waren wir? Beim Thema YouTube macht Meinungsumfragen, ja? YouTube hat die letzten, ja, denk ich mal, 6 Monate bis 12 Monate gemerkt, dass so Plattformen wie Twitch immer mehr Zulauf bekommen, sowohl von den Creatern, natürlich auch von deren Followern. Warum ist das so? YouTube hat die letzten, sagen wir mal, 4 bis 5 Jahren die Creator wirklich sehr mies behandelt, meiner Meinung nach. Ja, du hast niemanden als Ansprechpartner. Jahrelang wurden irgendwie, ja, so heikle Themen irgendwie demonetarisiert. Das heißt, du konntest über bestimmte Themen irgendwie nicht reden. Ja, YouTube hat sofort irgendeine Zensur da mit reingeschnitten und so. Es muss ja auch nichts Schlimmes sein, ja. Irgendeine Kleinigkeit hast du im Video gesagt oder geguckt oder irgendwie über irgendeine Topic geredet, schon konntest du das Video nicht monetarisieren. Also YouTube hatte Monopolstellung und hat das, sagen wir mal, mehr oder weniger ausgenutzt, beziehungsweise wir Creator waren YouTube so ein bisschen egal. Jetzt mittlerweile hat Twitch wirklich mit vollem Anlauf da aufgeholt und die letzten 2-3 Jahre an Bedeutung gewonnen. Ich bin ja auch da wirklich täglich stundenlang unterwegs. Das Ding ist, du bekommst auch sofort Feedback. Ja, ich spiele dort World of Tanks aktuell, aber das heißt ja nicht, dass man nur darüber reden muss. Natürlich können wir da jetzt auch nicht so super intime Dinge reden, aber ich denke, wenn ihr dort vorbeiguckt, habt ihr auf jeden Fall mal Spaß.
So, was wollte ich sagen? Also ich bekomme so Meinungsumfragen zugeschickt, so wo YouTube... Übrigens, falls ihr euch fragt, was mit dem Auge ist, ich hatte eine kleine Entzündung für 2 Tage oder eine etwas größere Entzündung im linken Auge. Also wundert euch nicht, wenn das Auge hier total rot ist oder sagen wir mal noch rot ist. Aber das sah vor 2 Tagen noch schlimmer aus, macht euch keine Sorgen. Ich erzähle morgen in einem separaten Video, wie ich das hingekriegt habe. Das sah echt übel aus vorgestern. Aber durch einen richtig krassen Zufall ist das abgeheilt. Aber ich erzähle euch morgen mehr davon. Ich schweife schon wieder komplett ab. Also, ja, ich war schon länger nicht auf YouTube, deswegen habe ich viel zu erzählen. Ja, ich bekomme so Meinungsumfragen, sowohl auf meinem Let's Play-Kanal als auch auf meinem Kraftsport-Kanal. Jetzt möchte YouTube wissen, ey, was ist denn los? Warum lädst du weniger Videos hoch? Und allgemein, viele YouTuber laden ja ein bisschen weniger hoch. Nicht nur im Kraftsportbereich, auch in anderen Bereichen. Und jetzt versucht YouTube seit, ja, sagen wir mal, ja, ein halbes Jahr, ein Jahr bis anderthalb Jahren immer rauszufinden, ey, was stimmt mit uns nicht, warum habt ihr uns den Rücken gekehrt? Ich meine, ich mache ja immer noch YouTube-Videos, auf meinem Let's Play-Kanal kommen auch täglich, aber hier zumindest mache ich jetzt nur noch 1 bis 2 Mal die Woche, wo es früher vielleicht 3, 4, 5 Videos waren. So, und ja, wie gesagt, YouTube hat uns echt ein bisschen mies behandelt, ne, so, ich finde das sowieso ganz krass, dass ein Riesenkonzern wie Google, sowas wie YouTube, dass du nicht irgendeine Telefonzentrale hast, wo du mal anrufen kannst, wenn was ist. Ey, hör mal zu, da ist ein Missverständnis, so und so, klär das mal mit deinen Chefs und so, und sowas existiert einfach nicht, und ich finde das ganz krass. Weißt du, YouTube hat so, ich habe gestern so ein Video geguckt, YouTube hat, ich glaube, 2,5 Milliarden Nutzer. Überleg mal, wir haben insgesamt um die, ja, ich glaube, 8 Milliarden Menschen, und YouTube alleine als soziale Plattform, hat 2,5 Milliarden angemeldete Accounts, beziehungsweise aktive Nutzer. Ja, und mit so vielen Nutzern, mit so viel Reichweite, da irgendwie keinen aktiven Kundensupport zu haben, wenn du irgendein Problem mit YouTube hast, finde ich echt ein bisschen dramatisch. Ja, das mal zu der Thematik. Ansonsten, wie sieht's mit meinem Training aus? Ich habe ja die letzten 2, 3 Wochen ein bisschen Trainingsvideos hochgeladen, also schaut auch gerne da mal vorbei. Über Kopfdrücken wird jetzt morgen, übermorgen wiederkommen, und Kniebeugen auch. Und ich schau mal, dass ich, habe ich jetzt im letzten Video auch schon angekündigt, dass ich so ein bisschen Bankdrücken, wisst ihr, warum ich Bankdrücken wieder hochladen will, damit ich mich selber motiviere, ja, dass ich so, okay, ich kann ein bisschen, ja, so Reichweite damit aufbauen, ein bisschen minimal Kohle damit machen, so auf YouTube ein paar Klicks machen und so, und auch für mich als Motivation, dass man die Fortschritte festhält. Ich bin jetzt so dabei, ja, wieder, weil ich habe ja vor, das war Ende 2010, Anfang 2011, da habe ich die ersten Videos so regelmäßig rausgehauen, bis so 2012, 13 habe ich echt sehr viele Trainingsvideos rausgehauen, und ich finde, jetzt wird es wieder Zeit, so ein bisschen gucken, wo stehe ich und so, wie weit kann ich es nochmal bringen und so weiter und so fort. Also würde mich freuen, wenn ihr da meine Fortschritte verfolgt. Ja, sehr, sehr wichtig ist, das ist wichtig zum Thema YouTube auch. Ich habe festgestellt, wenn ich YouTube-Kanäle abonniert habe, die mich wirklich interessieren, ne? Pass auf, folgendermaßen. Ich habe einige YouTube-Kanäle abonniert, die mich wirklich sehr, sehr interessieren, und ich gucke fast jedes Video, was die hochladen. Aber manchmal ergibt es sich, dass ich vielleicht da, wo die gerade ein Video hochladen, gerade ein bisschen was zu tun habe und das Video, was gerade abgeloadet wurde, nicht schaue. Und ich habe gemerkt, wenn ich 1, 2 Videos, die hochgeladen wurden, nicht schaue, werden die mir gar nicht mehr vorgeschlagen, obwohl ich die Kanäle abonniert habe. Ja? So, und anscheinend geht der Algorithmus davon aus, ey, ich habe jetzt schon 1, 2 Videos dem gezeigt von diesem speziellen Kanal, der guckt die nicht, also will er den Kanal gar nicht mehr gucken, also schlage ich die gar nicht mehr vor, wenn er irgendwie YouTube anmacht. Und das ist ein Riesenfehler. Vielleicht habe ich an dem einen Abend und darauf den Abend keine Zeit, aber dann würde ich die Tage darauf wieder von diesem Kanal Videos sehen. Dementsprechend würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Nicht nur abonnieren, sondern auch Glocke aktivieren. Das ist echt so, das ist auch so ein Grund, weißt du, warum man YouTube teilweise den Rücken zukehrt, ja? Weil nicht nur, dass du den Kanal abonniert hast, nee, du musst auch noch die Glocke aktivieren. So, tut das bitte, wenn ihr das auf meinem Kanal noch nicht gemacht habt, Glocke aktivieren. Und sehr wichtig, geht bitte auf Facebook, weil da bin ich am aktivsten, ein bisschen am Posten und so. Ich habe 2 Facebook-Kanäle, Akko the Persian Killer auf Facebook und Akko,
Akko Armani ist mein Privataccount auf Facebook. Dort poste ich auch sehr oft, wenn ihr das mal irgendwie hier verpasst, dass ich da Links poste, dass ihr da auch ein Follow da lasst, dass ihr das auf jeden Fall mitbekommt. Ja, das soll es zu der Thematik gewesen sein für heute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen spätestens bei einem Trainingsvideo. Beziehungsweise Maximalkraftversuch, ja. Ich versuche ja mit dem, zum Beispiel beim Überkopfdrücken wieder über 100 Kilo zu kommen. Ich habe letzte Woche die 91 Kilo, glaube ich, geschafft. Waren es 93 oder 91? Weiß ich selber nicht mehr. Egal, geht mal bitte gucken. Ja, Überkopfdrücken letzte Woche hochgeladen. Ich glaube 91, 93. Ich hab keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. Alles klar, ich versuche jetzt morgen, übermorgen vielleicht 1-2 Kilo noch oben drauf zu legen. Und ja, wir sehen uns bei Trainingsvideos, Lava-Videos und hoffentlich 2022, April, Mitte April, FIBO 2022, hoffentlich macht ihr euch die Mühe und kommt wenigstens mal für einen Tag auf die FIBO, damit wir alle mal in der Kraftsportszene wieder ein bisschen zusammenkommen, bisschen Beef miteinander haben, bisschen Real Talk, bisschen dies, bisschen das, ihr wisst. Dankeschön. Wie gesagt, Twitch, Facebook und mein Zweitkanal auf YouTube auch und demnächst gibt es einen Reaction-Kanal. Also in diesem Sinne, wir sehen uns, bis dann, ciao. Checkt den Links in der Videobeschreibung, alle Links sind dort aufgeführt. Bis dann.